Carissimi e benvenuti in questo video. Hallo ihr Lieben, und herzlich willkommen in diesem Video. Oggi facciamo i carciofi alla romana. Heute mache ich die Artischocke nach römischer Art. Allora, vediamo un po' come si fanno questi carciofi. Allora, per prima cosa, so, zuerst schneiden wir ein bisschen so, così. Allora, io ho messo i guanti perché, come sapete, i carciofi fanno le mani nere. Also, die Artischocken lassen die Hände schwarz und deswegen habe ich so Handschuhe getragen. Allora, per prima cosa andiamo a levare un pochettino di foglie così. So, da machen wir die erste Blätter weg. E dobbiamo arrivare un po' alla parte tenera. So, andamos in via ankommen, wo die Blätter schon ein bisschen weich sind. Poi taglio, vediamo un po', si vede qua, così. Poi taglio questo pezzo. Poi con il coltellino piccolo faccio così. So, dann hier mit dem kleinen Messer, noch ein bisschen hier so. Dopo pulisco il gambo, son den Stiel. Così. Ecco qua, così. Ritagliamo un pochettino. Ecco qua. Poi io lo vado ad aprire così. So, da muss ich mal so aufmachen. So. Und dann mache ich es ins Wasser mit Zitrone. So, hier drinnen so. Ok? Allora, i carciofi hanno sempre il gambo anche lungo. Questo non va buttato, questo va cotto anche, eh? Si tagliano a pezzettini e si pulisce. So, der Stiel wird auch sauber gemacht und wird auch gekocht. Also muss man so schälen. Allora, gli levate quella parte più dura e poi la potete mettere a cuocere, va bene? Perché poi questi o li mangiate oppure servono anche per fare una salsina. So, die Stiele kann man essen oder man kann auch als Nudelsauce vorbereiten, zum Beispiel eine Creme, eine Nudel mit Artischockencreme vorbereiten. Also man kann schon essen. Allora, eccoci qua. Allora, si aprono i carciofi o li aprite prima? Insomma, die Artischocken so aufpacken oder aufwehr, wie ich schon gemacht habe. Io ho preparato un trito di prezzemolo e aglio, sale e pepe. Normalmente va la menta o mentuccia, però purtroppo in questo periodo non si trova. Also, ich habe hier Petersilie, Knoblauch, Salz und Pfeffer vorbereitet, also gehackte Petersilie und Knoblauch mit Salz und Pfeffer. Normalerweise geht es Minze oder so wilde Minze. Das ist in der Hektarrezepte wird Minze genommen, aber in dieser Zeit habe ich keine Minze gefunden und dann habe ich statt Minze Petersilie genommen. Allora, so, e si mette il prezzemolo così dentro. Poi nella pentola, so, in den Topf, mache ich etwas Olivenöl. Nella pentola metto un po' di olio e metto i carciofi capovolti. So, die Artischocke mache ich so.
Ok? Così li metto capovolti. Allora, si strizzano un pochettino, li apro, togliamo qualche foglia se c'è ancora qualche foglietta dura. So ben etwas noch ein paar Blätter das dick sind, so wie das aufgemacht und den Füllung so. Und so in den Kochtopf. So. Ecco qua, si aprono, si mette prezzemolo, sale, ecco qui. Qui, i carciofi devono essere messi così. So, muss die Artischocke in den Topf, dann mache ich noch etwas Salz drauf. Und Wasser. So, das Wasser muss bisher her sein. L'acqua deve arrivare fino qui. Allora, adesso chiudo la pentola e li metto a cucinare. So, ich koche die Artischocken in den Kochtopf, damit so mit 20 Minuten kochen und weich kommen. Ansonsten man kann auch in einen normalen Topf machen. Also, das Wichtige ist aber, dass die Artischocke ein bisschen mehr zusammenlegen. Ich habe jetzt einen zu großen Topf genommen. Allora, dovete fare attenzione perché potete prendere una pentola un pochettino più piccola perché i carciofi devono rimanere un pochettino stretti. Ma io avevo questa qui e le ho fatti qui. Va bene, allora vi faccio vedere quando i carciofi sono cotti. So, da zeige euch, wenn die Artischocken gekocht sind. Ecco qui i carciofi sono cotti. So, die Artischocke sind gekocht und sind sehr weich. Allora, sono molto morbidi, vedete? Ecco qui.